Sieh mal. Da hat doch einer die Scheinwerfer brennen lassen. Ja, tatsächlich. Mensch, ist ja mein Wagen. Hoffentlich kommst du noch weg. Die Batterie wird wohl ziemlich leer sein. Glück gehabt, aber das musst du in Ordnung bringen lassen. Komm morgen in unsere Werkstatt, ich melde dich an. Gute Nacht. Gute Nacht. Guten Morgen, wo fehlt's denn? Morgen. Mit der Batterie stimmt's nicht. Herr Müller hat mich angemeldet. Ach ja, ich weiß schon Bescheid. Sie möchten in der Zwischenzeit zu Herrn Müller aufgehen. Ja, ja, ist recht. Danke. Guten Morgen. Moin, Paul. Aha. Das ist also dein Reich. Entschuldigen Sie, Herr Müller, der Wagen von dem Herrn ist fertig. Ja, danke schön. Wir kommen gleich runter. Das war alles sehr interessant. Aber jetzt musst du mir noch sagen, was ich zur Pflege meiner Batterie tun kann. Tja, eigentlich nicht viel. Die Batterie sauber halten, ab und zu den Säurestand überprüfen und dann würde ich dir empfehlen, von Zeit zu Zeit den Kundendienst aufzusuchen. Sonst kann es gehen wie hier. Da ist dann nichts mehr zu machen. Da müssen neue Batterien her. Also, gute Pflege ist wichtig. Da, der Meister zeigt dir gerne, wie unser Batteriedienst arbeitet. Vielen Dank, Paul. Wiedersehen. Wiedersehen. Bitteschön. So, Fritz, alles fertig? Nimm die Decke weg. Die Batterie ist sauber. Die Anschlussteile sind mit Säureschutzfett eingefettet. Die Leitung hat er einwandfrei angeschlossen. Gut, Fritz. Ich danke Ihnen herzlich. Alle Achtung vor Ihrem Batteriedienst. Jetzt kann ich wieder beruhigt sein mit Bosch im Auto. Und mit unserem